Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Witcher 3. Wir sind immer noch unterwegs in Sachen Knödelsache. Und auf einmal war Musik voll laut. Was ist da los? Ja, wir müssen Sykrus holen. Oder ach so, guck mal, die sitzen ja gleich hier. Ich dachte, die wären ganz weit weg. Ja, das sind ja die Leibwächter. Ja, stimmt. Macht Sinn, dass die davor sitzen. Oh, Geralt. Wie steht's denn? Hattori hat einen Auftrag für uns. Super. Ich fing gerade an, mich zu langweilen. Wir sollen ein paar Kisten aus Ernst van Horns Lagerhaus leihen. Sie riechen nach Ammoniak. Hm, klingt machbar. Ich weiß, wo van Horn seine Güter lagert. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut. Wann? Wenn es dunkel ist, natürlich. Bis dann. So, das gibt uns ja die Zeit, noch was anderes vorher zu machen. Ich glaube fast, es wäre weniger auffällig, wenn man einfach tagsüber da reingeht und das rausträgt. Naja, und sieht einfach niemand nachts. Warum? Ja, weil wir dunkle Kleidung anziehen. Ich bin nicht betrunken. Ja, stimmt. So künstliches Licht gibt es ja nicht mehr. Nee, alles sehr dunkel. Hier sind die Nächte wirklich dunkel. Wir haben auch keine Lichtverschmutzung. Das heißt, wir können die Sterne beobachten. Auch in der Stadt. Also, wobei ja zumindest die Skelliger da diese Umhängelämpchen hatten. Mit der Kerze drin. Ah, ja. Taghell ist es dann. Taghell. Ach, fliegende Fäuste. Meintest du ja schon, dass sie das machen wollen? Aber ich schaff mir es. Ah, ich denke doch. So, wo ist denn jetzt? Ja, gegenüber von dir. Willkommen zurück! Kampfbereit? Ach, hat mir schon mal versucht. Ja. Ja, da waren wir abgekackt, ne? Ja, richtig. Ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Die Regeln sind kinderleicht. Wenn du Georg besiegst, kriegst du eine pralle Börse. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Leg eine gute Vorstellung hin, dann wird das Publikum dich lieben. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Macht schon, verdammt nochmal! Ach, der ist immer noch tot. Ja, aber wir machen Schaden. Schlachtet die Missgeburt ab! Ja, das ist hier. Die spaßen nicht beim Kämpfen. Wie hier einfach die umherstehenden Leute als anrempelst. Ja, die sind ja dafür da, dass man den Ring nicht verlässt. Oh. Ist natürlich übel. Oh, der meiste Typ Georgius Georg. Ja, wie war... Diese Lektion wirst du hoffentlich nie mehr vergessen. Du hättest ein dickes Geschäft machen können, aber du hattest ja Skrupel. Gar nicht übel, Hexer. Guter Kampf. Glückwunsch. Ich glaube, er wollte uns nochmal bestechen, dass wir verlieren. So, ich glaube, wir können das schaffen. Willkommen zurück. Kampfbereit? Wir haben ordentlich Schaden haben wir gemacht. Ja, ja. Es ist halt nicht Butterbohnen. Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregor. Hat ja... Eure ordentlich Schaden würde ich aber nicht sagen. Sollte er ich war auf einem Drittel Leben. Ja, aber es ist kein Vergleich zu dem, was er macht. Nee, ja, ist so. Macht schon, verdammt nochmal! Schlachtet die Missgeburt ab, macht er. Wenn man kein guter Anfang. Scheiße. Ja. Diese Lektion wirst du hoffentlich nie gar nicht begleitet. Guter Kampf. Einmal würde ich noch versuchen. Los auf, willkommen! Ja, ich kämpfe gegen. Eure... Lass... Die Regel... Sollte ich... Leg ein Warm... Man sollte halt nicht immer das Gleiche sagen. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Das war's. Jetzt bist du dran.
Ja, die dachten halt, das ist so einfach, da brauchen wir nur eine. Ein Dialog. Das schafft ja jeder Penner gleich. Das war's. Jetzt bist du dran. Der Kreiswurter. Diese Lektion wirst du hopp gar nicht gut. Aber da brauchen wir noch ein, zwei Level. 28 war er. Ich glaube ja. Verdammt. Ja, schon bitter. Aber was soll man machen? Was haben wir denn noch? Hohe Einsätze. Kann man die auch irgendwie löschen? Gucken wir immer wieder an und sagen, nee, machen wir nicht. Der Betrunkene von Ochsenfurst kann auch noch machen. Stufe 26, der bringt ja wahrscheinlich nur richtig Erfahrung. Ja, bei dir ist näher. Wo gehst du hin? Wir haben uns gerade aufgefordert, ihn zu retten. Du läufst einfach weg. Ja. Was macht man das halt mit Leuten? Auf der Straße rumlungern. Und sagen, Hilfe, ich sterbe. Ja, ja. Was sollen wir denn da machen? Geben wir einen von uns so Hexertränke, kann er auch sterben. Ja, du weißt ja gar nicht, warum er stirbt. Vielleicht vor Liebeskummer. Genau. So, das ist jetzt ein Hexerquest. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwas töten. Das finde ich gut. Vermutlich irgendein Geist, wenn Türen zugeschlagen werden. Meinst du, es ist tatsächlich so platt gemeint? Ich dachte, es wäre so metaphorisch für Grüße von meiner Mama. Eine Tür zuschlagen. Nee. Dann würde sich ein Fenster öffnen. So, müssen wir nach oben. Das glaubt mir meine Frau nie im Leben. Das ist aber hier nicht Rittersporn-Steam, oder? Nein. Hammel. Ja? Graf Kurt Dusart? Bist du wegen des Auftrags hier? Hm? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus, aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister, ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Reden wir erst falsch über meine Belohnung. Warum nicht? Wie bitte? Du willst jetzt schon Geld? Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss mich vergewissern, dass sie meine Zeit wert ist. Ist ja ein Ding. Gerade erst in Novigrad und schon verliert er den Kopf. Na schön. Was meinst du denn, was es kosten soll? Vor allem machst du das immer für so 20 Orens mehr. Ja, man muss die Option im Spiel nutzen. Gut. Abgemacht. Na schön, ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Zum Spukhaus müssen wir. Jeder spukt es nicht. Aber was sie seine Männer erzählt haben, klingt doch schon nach einem typischen Spukphänomen. Ja, haben wir jetzt keinen Gottling. Der kann ja die in den Boden nicht wackeln lassen, oder? Der kann die doch träumen lassen. Vielleicht haben sie das auch nur geträumt. Das könnte sein. Aber da müssen wir jetzt aus der Stadt kommen. Dieses Haus, war das schon immer so schief? Gib uns einen Koffer.
Oh, wie das Pferd immer hinter uns spawnt. Was? Level 9. Ah, die spawnen wirklich immer neu. Dämon! Ich dachte, es wäre ein echter Dämon. Alter, aber es sind so Männer von hinten hier. Ja. Sie wurden erledigt. Komm schon! Ja, hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Nein. Ziegenfüße. Ah, das erklärt das auch. Warum musste sich dieser Maria ausgerechnet in meiner Kasse? Los, los! Na, das ist mal eine ganze Ecke, hä? Naja, 700 Schritte, da sind wir schon weitergegangen. Das Problem ist nur, dass wir hier nicht so Gas geben können. Das hat alles Hand und Fuß, diese Gesetze, dass in der Stadt mit Obacht zu reisen ist. Warum lagen auf dem Wagen lauter verbrannte Leichen? Wegen dem ganzen Scheiterhaufen. Ich glaube, das Ding da können wir reparieren, oder? Sah mir ein bisschen arg krumm aus. Ich glaube nicht, dass das defekt ist. Nee, wahrhaftig nicht. Also das sieht ja nicht kaputt aus. Ja, aber es stand halt so krumm da. Ja, wenn das in Novigrad normal ist, dann wundert es mich nicht, warum hier alles verkommt. Das ist die große Attraktion von Novigrad. Das hat derselbe Typ geplant wie das schräge Haus. Ja, das muss so. Ja, es ist richtig, dass das auf einer Seite niedriger ist. Das ist wobei dann, das schräge Haus ja wegen diesem Tunnel der Banditen. Also was ist da im Wald? Na, irgendwelche Tiere, das wundert mich. Man hört nämlich das Grau, wenn man die Hexersinne aktiviert. Die Hexersinne. Oh, ein Zelt. Man, wie schön das Feld hier aussieht. Ja, sieht echt gut aus. Ein kleines Häschen. Komm schon, Plätze. Ja, was machst du denn? Was bist du denn für ein Unmensch? Oh, was haben wir denn hier? Ja, bei dem Schmied können wir unsere Ausrüstung mal reparieren lassen. Was ist ein Schmied? Was für ein Schmied, dem Schmied da? Das ist nur ein Bauer, der wird nicht auf der Karte. Achso, und der zählt nicht als echter Schmied. Also sag mir, soll ich mein Wein einmal die Woche schlagen? Pass auf! Sei gegrüßt! Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Zeig mir ja, nix. Deine Waren. Ja, was erwartest du denn von dem Händler, der auf der Straße rumlungert? Ja, ein bisschen mehr als das. Was sind denn die Runen? Na, das ist zu teuer. Ja, 1000, ne. Ist echt zu teuer. Na, er kann unseren ganzen Plunder kaufen. Die Waffen. Sind ja, hier los. Diese schlechten Waffen, diese epischen. Er hat kein Geld mehr. 9. Hat er was für 2? Wieso kaufst du alle Raunen? Naja. Ja, weiß ich nicht. Der hat echt nur Müll. In der Tat. So, gehandelt. Leb wohl. Ja, jetzt hat er so 20 Schwerter mehr, die man sich rumschleppt. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Plötzlich frisst das Feld ab. Oh, ich sehe den Obstgarten. Wow. Vielleicht ist das aber auch nur ein Obstgarten. Aber es ist hübsch. Das Spukhaus. Das ist also das Spukhaus. Oh, das wird ich aber nicht gekauft. Guck mal, wie das ja schon gehalten werden muss. Balken an der Seite. Ja, kommt drauf an, wie viel es gekostet hat. Und dieser Riss, den finde ich auch sehr beunruhigend. Ja, so richtig gut im Schuss ist es nicht, aber... Wahrscheinlich noch das Land dazu. Ja. Oh, der Boden sieht aber auch ein bisschen fertig aus.
Das ganze Gebäude wackelt. Aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Ach, das ist noch gut. Ja. So lange stand das hier aber auch nicht. So, wir haben wahrscheinlich die Wachen da gelassen. Ja, jetzt ist es unser Zeug. So. Und was lebt im Keller? Ich schätze irgendwas Großes. Eine Schlange, die sich bewegt. Ja, eine Schlange jetzt vielleicht nicht unbedingt. Diese schönen Bilder. Ja, was? Hat die da eine Sonnenbrille auf? Nein, ich glaube, das ist einfach nur schattig. Hm. Aber so schön war das Bild jetzt nicht. Nee. Oh. Nein, immer wenn wir es klauen, dann wackelt das Durch Haus. Durch diesen Spalt zieht es. Da ist was drin. Haben wir eigentlich ein Fläschchen Schnaps immer in dem Fass stehen? Nein, man hat. Wir nehmen auch nur ein Fläschchen raus. Ach, wir nicht nehmen eine leere Flasche und füllen. Mhm. Und mit 3 Fässer Zwergen Schnaps hast, dann hast du es geschafft. Ja, das war zumindest ziemlich wohlhabend. Ja, jetzt mache ich das Haus ein. Aber ganz schön hell hier. Ja, ist doch schön. Hier war lange keiner mehr. Sieht doch elfisch aus. Das hört sich an wie ein Golem. Auf jeden Fall ist es etwas Großes. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Ah. Hm, sieht wie ein Tagebuch aus. Jetzt wird es offenbart werden. Tagebuch. So ein hübsches Haus. Ich kann nicht fassen, dass wir es so günstig erstehen konnten. Valeria war ja immer geschäftstüchtig. Sie hat so erbarmungslos gefeilscht, dass der Makler um ein Drittel runtergehen musste. Unglaublich. Valeria sagt, dass die Raumaufteilung außergewöhnlich gut gelungen ist. Morgen holen wir unsere Sachen. Es wird schön werden, ein eigenes Haus zu haben. Endlich Ruhe und Frieden. Kaum hatten wir die Möbel arrangiert, befand Valeria, dass die Wände gelb gestrichen werden müssen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Es sorgt für mehr Gemütlichkeit. Valerias Mutter hat uns besucht. Morgen streiche ich die Wände grün. Valeria hat in der Nacht Geräusche gehört. Sie hat mich mehrfach geweckt, aber ich vernahm nichts. Heute Nacht habe ich es auch gehört. Die Wände haben gewackelt. Valeria hat von den Nachbarn erfahren, dass in diesem Haus einst ein mächtiger Magier gelebt hat. Sie sagen, dass er Dämonen beschworen hat und sein Geist noch im Hause umgeht. Die Leute glauben ja dem abenteuerlichsten Unfug. Valeria hat beschlossen, für eine Weile wieder zu ihrer Mutter zu ziehen. Bis ich etwas mit den Wänden unternommen habe. Ich spaßte, dass ich sie nochmal streichen könnte, aber das fand sie wohl nicht komisch. Die Wandverkleidung fällt ab. Ich vermeinte, letzte Nacht etwas gehört zu haben, wie ein ersticktes Brüllen. Valeria ist wieder da. Sie hat einen Käufer für das Haus gefunden. Um jeden Verdacht auszuschließen, hat sie behauptet, die Witwe des Magiers zu sein, die das Anwesen nach dem unglücklichen Tod ihres Gatten auf dem Scheiterhaufen verkaufen möchte. Der dumme Graf glaubt sicher, ein unvergleichliches Schnäppchen gemacht zu haben. Ja. Ja, das ist eine typische Geschichte. Wie öffnen wir denn diese Tür? Wahrscheinlich mit Art. Oder auch nicht. Eine magische Wurzel haben wir, mit der wir aber nicht interagieren können. Das vielleicht können wir drunter durchtauchen. Ja. Die Brühe sieht nicht so gut aus. Auf jeden Fall können wir da hinten hin. Aber es scheint eine Sackgasse zu sein. Aber ein Hebel ist hier. Ja, das stimmt. Da hat was geklickt. Klick, klick. Ja, es klang zwar mehr wie ein Schleifen, aber... Das war hier schon was. Nichts. Nicht einmal ein Hebel. Oh, wie hell. Die Katze nicht trinken soll.
Ein Erdgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Muss ihn erst befreien, dann besiegen. Er speichert besser nochmal. Ja, ja, Moment. Wir könnten. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Hat ihn das nicht befreit? Ja, ich dachte auch. Ja, Arthur. Bist du hässlich. Wir können ihn wahrscheinlich besiegen, wenn wir die Decke einstürzen lassen. Ja, da ist noch so ein Ding. Oder wir besiegen ihn so. Ja, die hatten nun mal ganz brauchbares Zeug, oder? Und, ah ne, der hat den Schatz gemacht, das letzte Dämon, den wir getötet hatten. Und eine eingebaute Taschenlampe hat er auch. Dass sie so langsam sind. Ich weiß auch, finde, dass wir keinen Schild haben. Wir haben einen Schild. Das ist gebrochen. Ja, das ist zwei Schläge. Ja. Ausgabe. Naja, von diesen, wenn er auf die Erde schlägt. Ah, okay. Das macht nicht so viel Schaden und wir haben. Den rechtzeitig entdeckt haben. Ne? Weil wenn der rausgekommen wäre, hätten die Leute nichts zu machen gehabt. Und hat sich sogar schon verschissen im Schwert. Ja. Ich glaube, der wäre nicht rausgekommen, der hätte die einfach nur so lange gewütet, bis die Decke von alleine angeschlossen wäre. Dann wäre er rausgekommen. Henkerskapuze. Das klingt gefährlich. 10% Chance auf Verstümmelung. Das ist gut. Das war ja wirklich nicht schlecht. So, wo ist die Kapuze? Aber, naja. Hat halt viel Crit, ne? Kritischer Trefferbonus. Der... Also, kritischer Trefferbonus ist, dass die Crits mehr Schaden machen. Ach so. Ja, und gut. Kritische Trefferchance ist die Chance zu kritten. Also ich würde eher die Chance haben. Weil diesen Bonus haben wir schon relativ hoch durch... Ja, dieses Skillung mit der leichten Rüstung, ne? Ja, 75%. Ach, guck mal, hier ist schon... Hup. Die Decke ist nicht mal eingestürzt, ich bin enttäuscht. Das sollten wir den Hausbesitzern aber auch sagen, dass sie die Decke abstützen müssen. Was? Hast du das gesehen? Ja, es war ziemlich cool. Ja, ja. Ich glaub, ich ja. Da macht uns keiner was vor. Jetzt müssten wir eigentlich schon in der Nähe sein von hier Ochsenfurt. Meinst du, wir machen den Quest da gleich? Ja, dann können wir... Wie hübsch. So, Hexeraufträge wählen. Da müssen wir auch noch hin. Also für die Hauptquest. Ja, ja, der Betrunkene von Ochsenfurt. Na, in der Nähe. 1300. Ich vergiss nicht, dass das, dass wir relativ gerade reiten können. Jetzt reitest du aber in die falsche Richtung, oder? Nein. Hier nur den Fluss irgendwie überqueren. Ja, und geht einfach durch. Und das geht nicht. Durch geht das.
Soll ich hier so eine Engstelle suchen? Eine Furt, meinst du? Ja, eine Engstelle, um drüber zu kommen. Wie hübsch es hier ist. Und so verschont vom Krieg noch. Noch. Ja, wählen ja nicht so. Da war ja überall Schlachtfelder. Das ist richtig. Nekrophagen. Hier sind noch die Bauern unterwegs. Sieht's aus wie ein Westfall. Ja, nur weniger herbstlich. Und ein bisschen hübscher, aber... insgesamt schon. Und es gibt keine Ernteroboter. So, das ist aber nur eine Mühle, ne? Das ist noch nicht Ochsenfurt. Nee. 500 Schritt, das ist ein bisschen. Ist ja oh. Quasi noch ein... Das ist die Kampfmusik. Halber Kilometer. Da oder da sehe ich Ochsenfurt. Nicht wahr? Ja, guck mal, wie schön das ist, wenn man da nicht schnell reist, sondern es am Horizont auftaucht. Nie was dagegen gesagt, dass du wohin laufen willst. Nur manchmal ist es halt. Was war das? Hört sich an wie die Wii von dir eingesperrt war. Ja. Die als Basilisk verkauft wurde. Das ist kein Basilisk. Was? Ihr bedrückt mich. Schon gehört? Auf Adrians Boden wachsen Töpfe. Töpfe? Töpfe, ja. Leute erzählen zu viel Unsinn. Der Adrian, der scheint ein ganz großer zu sein. Aber hier war doch die Wii von erst, oder? Ja. Ja, vielleicht hat er noch eine verkauft. Und der Bauer erzählt jetzt, oh, ich habe einen Basilisken. So, leider können wir hier jetzt nicht so schnell reiten. Du könntest aber absteigen und rennen. Oder nicht? Naja, das gibt eine ganz andere Perspektive hier zu halten. Das Wasser ist aber arg blau hier. Ein Ochsenfurt ist, sind die Wiesen grün und das Wasser blau. Weil der Krieg noch nicht hier ist. Ja. Das ist auch ein offizieller Schmied, wo wir unser Zeug reparieren können. Ja, aber wir machen erst in der nächsten Folge weiter. Und vielleicht reparieren wir mal unsere Sachen. Ich bestehe darauf. Bis dahin.